Schrecklich. Schau, was der Wolf dem Kind angetan hat. In einem kleinen Dorf, wo die Zeit langsam zu vergehen schien, lebte eine junge Frau namens Anna. Ihr größtes Glück war ihr vierjähriger Sohn André. Der Vater des Kindes konnte den schwierigen Lebensumständen nicht standhalten und entschied sich, seine Familie zu verlassen. Anna akzeptierte diese Herausforderung mutig und mit Entschlossenheit. Sie schwor sich, dass sie niemals zulassen würde, dass Traurigkeit in das Leben ihres Babys kommen würde, und sie wollte keine weiteren Enttäuschungen zulassen. Anna liebte ihren Sohn von ganzem Herzen und widmete ihm all ihre Liebe und Aufmerksamkeit. Ihr größter Wunsch war es, immer ein Lächeln auf Andres Gesicht zu sehen und sicherzustellen, dass er glücklich war. Eines Tages spielte André im Garten, während Anna Hausarbeiten erledigte. Das Kind lachte und genoss jede Minute seines sorglosen Spiels. Doch plötzlich verschwand er aus ihrem Blickfeld. Besorgt machte sich Anna sofort auf die Suche nach ihrem Sohn. Sie durchsuchte das ganze Haus und den Hof, fand ihn jedoch nicht. Ihr Herz begann schneller zu schlagen und eine schreckliche Angst ergriff ihre Seele. Ohne zu zögern, entschied sich Anna, in den Wald zu gehen, in der Hoffnung, ihn dort zu finden. Im Wald, voller geheimnisvoller Ereignisse, entdeckte Anna ein beängstigendes Bild. Ihr Sohn lag auf dem Boden und neben ihm war eine Wölfin, die ihn anleckte. Entsetzt konnte Anna ihren Augen kaum trauen. Als die Wölfin Anna bemerkte, rannte sie in die Büsche und ließ das Kind wehrlos zurück. Anna eilte zu ihrem Sohn, ihr Herz brach vor Schmerz und Angst. Sie umarmte ihn und versuchte ihn zu beruhigen, ohne ihre eigene Angst zu zeigen. Das Kind, ängstlich vor der Wölfin, begann zu weinen und seine Tränen fielen in die Handflächen seiner Mutter. Anna fühlte, wie wichtig es war, ihr Kind vor möglichen Gefahren zu schützen. Gott sei Dank war das Kind unverletzt und gesund. Anna erklärte ihrem Sohn, dass es gefährlich sei, alleine in den Wald zu gehen, weil es dort wilde Tiere gibt. Sie erzählte ihm von den Wölfen und den gefährlichen Raubtieren. Es grenzt an ein Wunder, dass die Wölfin dem Kind nichts zuleide getan hat. Vielleicht wollte die Wölfin auf ihre eigene Weise das Kind vor anderen Waldgefahren schützen. In dem folgenden Video gibt es eine weitere Begegnung zwischen einer Frau und einem wilden Wolf. Schau, was er ihr angetan hat.